Jo, da sind wir da bei Tales of Xillia. Beim letzten Mal haben wir noch die Xalgut-Stromtalwiese. Moment. Xalgut-Stromtalwiese. Fertig erkundet, haben nochmal die letzten Städte abgeklappert, haben an sich aber nicht mehr viel gefunden, außer dass Rowan Gedichte geschrieben hat. Haben uns, glaube ich, jetzt doch relativ gut ausgerichtet mit den zweitbesten Sachen, die wir etwa haben können. Und wollen doch jetzt mal endlich weitergehen. Jo, alles abgeschlossen. Jo. Ich bereue nichts. Let's go. Thank you for everything. Please return home safely. For my brother as well. You have my word, young madam. Then let's be off. Man merkt, wir sind mit in der Nähe von Fenmont. Es ist schön dunkel. Zumindest der Himmel. I believe we just need to follow this road to reach Fenmont. Yeah, let's go. Weil ich mich gerade frage, wenn ich die einfach nochmal anspreche, kann ich damit. Ja, ich kann nochmal zurück nach Sheraton. Na gut, soviel zum Point of No Return. Wow! Hallo Gegner, ich wollte mir gerade die Plauderei anschauen. Alter, die machen aber auch guten Schaden. Ich muss jetzt mal schauen, was haben wir nochmal zusammen alles? Oh, gut, dass ich da nichts drauf gegeben habe. Was haben wir denn eigentlich alles vertacken? Der Severus Strike noch? Boah. Dann machen wir den Aufsteigenwirbel dahin und den Severus-Schlag nach unten. So, nochmal ein Skiller-Strike. Ja, aber gut reingehauen. Direkt am Anfang. Das hat mir schon ein bisschen weh getan. Dabei wollte ich mich doch nur hier das da unten anschauen. And the walking begins. I'm sure you can see why it wouldn't be practical to ride the wyverns into Fenmont. You'd get spotted right away. Yes, there'd be no avoiding a battle, and civilians would get dragged into it. Yeah, I guess that makes sense. But is it really okay to leave the wyverns alone like that? They shouldn't have anything to fear from the monsters. Because the monsters are their friends? Oh, no, no. The wyverns may look docile, but they can be quite tough when they need to be. Monsters aren't their friends. Monsters are their food. Really? Oh, I was right to be afraid! Ich würde auch so einem Weaver nicht zu nahe kommen, so müssen wir kurz mal schauen. Da wäre theoretisch Fort Gandala. Ich würde sagen, wir laufen mal kurz dahin, aber nur um es mal kurz zu zeigen. Und halt um die Steppe hier natürlich zu erkunden. Das gehört natürlich auch dazu, dass wir jetzt wieder noch mehr erkunden werden, bevor wir in ankommen. Fenmont. Fort Gandala, Westtor. Hier. Großes, dickes Fort. Oh, die Truhe nehme ich aber noch mit. Ansonsten können wir eigentlich direkt wieder gehen. Ich glaube, Rowan oder so würde uns da eh nicht reinlassen, von daher. Schön ruhig hier. Ich finde es aber auch sehr interessant. Es ist zwar dieser dunkle Nachthimmel da oben, aber es ist nicht wirklich dunkel. Also man merkt daran, dass wir noch nicht ganz in Fenmont sind, sondern noch ein bisschen weiter weg. Wenn wir nämlich Fenmont näher kommen, wird es auch wirklich ein bisschen dunkler. Das neue Gegner eigentlich? Können wir mal schauen. Guten Tag, meine liebe Dame. Na komm. Ja komm, gib her. I'm here.
Wie sind wir den falschen Gegner an? Was? Hat er mich jetzt erwischt? Oh, wow. Da hat er ein bisschen gestärkt. Ja, komm. Ja, danke. Endlich. Wow. Wie viel Range die Waffe dann plötzlich hat, ne? Na, verdammt. Das war nicht gut genug. Jetzt war es wieder gut. Darauf werde ich jetzt mal ein bisschen trainieren. Also werde ich in den Kämpfen immer versuchen, schön hier die Stabverlängerung hinzubekommen. Na, so kann ich nicht ausweichen. Ach komm. Wenn wir eh gerade schon zusammen drauf kloppen. Ja, okay. Wenn wir jetzt eh nur noch zu zweit sind, dann können wir auch drauf kloppen. So, Fertigkeitspunkte. Nein, Wachstumspunkte. Welche dann auch erst wieder verteilen, wenn wir so ein paar angesammelt haben, weil für 4 Punkte da immer wieder ins Min. Oh, hoppala. Na komm. Aha. Die Dash auf mich zu, da kann man das nicht richtig machen. Na komm. Nee, 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 das lässt du mal schön bleiben. Ja, ich brauche immer noch diese Fähigkeit, dass sie das, ja. Dass sie das mal mit dem Dingens einsetzt. Mit Blocken. Habe ich noch irgendwas, was ich. Erste Hilfe kann ich kombinieren. So. Noch mal kurz ein Pixie-Heal gemacht. Perfekt. Und noch ein Skiller-Strike zum Schluss. So kann ich auch ein bisschen heilen immer wieder. Ja, okay. Na komm. Ja, weh. Perfekt. Haben wir es doch noch mal ein bisschen hinbekommen. Wow. Gleich 3 Leute kurz vom Level-Up. So. Jetzt kann ich endlich mal die Truhe öffnen, die ich schon die ganze Zeit öffnen wollte. 8-mal Pilzpulver. Habe ich das gerade richtig gesehen? Okay. Was haben wir denn hier? Eine mysteriöse Perle, die an der Wand hängt. Däb, 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 däb. Voll daneben gelaufen. Oder hier haben wir 2000 Gold, die einfach in einem Sack rumlagen. Oh, da vorne glitzert noch was. Ja, und da vorne ist auch noch was. Und da vorne glitzert auch noch was. Viel zu viel Glitzer des Zeugs. Hier haben wir zum Beispiel ein großes Horn, was in einem Stein hing. Macht Sinn. Vielleicht ist ein Monster gegen das, gegen den Stein gelaufen. Sein Horn ist da drin festgehängt. Ja, Pilzpulver an Stein, habt ihr gesagt, das ist eigentlich auch gar nicht mal so unwahrscheinlich, sage ich mal. Weil Pilze können ja doch an allen möglichen Stellen wachsen, von daher kann auch ein bisschen Pilzpulver an einem Stein sein. Macht auch Sinn. Eine Perle auf einem Baum. Kann man sich vielleicht so erklären, dass ein Vogel eine Perle irgendwo in der Nähe vom Wasser gefunden hat. Wobei ich mich gerade frage, wo hier in der Nähe ist was. Wir sind. Ja, okay, es ist Wasser in der Nähe. Oh dear. Jude, your clothes are torn. Please hold still for a moment. Be done in just a jiffy here. Wow, as good as new. Thanks. Nice job. Those are Jude's best clothes, you know. He spent days fretting over exactly what to get. He bought them for his move to Fenmont because he was terrified he'd look like a country bumpkin. Hmm. That's surprisingly adorable of you. Go right ahead. Blab all my secrets. That's a fine story. Please take good care of them. How did you get to be so good at sewing anyway? I learned it when I was in the military. Originally, it was just so I could sew up the lips of any of my men who leaked vital information. After that, I took up needlepoint as a hobby. Oh, that's such an embarrassing story, though. Let's keep that a secret between us. Guess that's one secret she won't spill. Was? Gab es Bild? Wo war denn noch jemand? Aber ja, so kann man auch zum Nähen kommen. Ne, ich brauche jemanden im Nahkampf. Na komm. Na komm, greif mich an. Na komm. Ach, viel zu früh. Danke. Das dauert manchmal echt doch ein bisschen länger, bis ich das schaffe. Aber, ja.
Weiß nicht, ich finde, bei ihr ist es viel schwerer, als das bei Jude zu machen. Kommt mir jedenfalls so vor. Nein! Stop it! Ach ja, der schöne Skiller Strike. Na, komm. Perfekt. An sich darf ich mich, oh. Stimmt ja, ich muss ja noch hier ein paar Sachen machen, ausführen. War das links? Oder rechts? Eins von beiden war eben gerade der Pixel-Heal. Perfekt, ah, verdammt. Ich dachte, ich hätte ausgewichen. Aber da hat er doch eine etwas größere Range gehabt, als ich dachte. Ich muss mal schauen, dass ich mich vielleicht öfters mal umhauen lasse, weil dann hebt mich, glaube ich, Schub wieder auf. Das ist seine Partnerfähigkeit. Das war doof. Na komm. Na gut, dann lassen wir's. Vielleicht nehme ich auch einfach Jude und trainiere da einfach Leias Partnerfähigkeit. Ja, vielleicht wäre das doch ein bisschen besser. Wow, 1 bei Jude. Wieso auch nicht? Weil ich glaube, ich schaffe es eher, Gegner einfach umzuhauen und... Hoppala. Sie dann einfach beklauen zu lassen. Ich schaue einfach gleich im Kampf, was wir denn alles brauchen. So, Moment. Da vorne in der Höhle war ich noch nicht. Links in der Höhle war ich. Okay. Und da geht es irgendwo hoch? Nee, runter. Ah. Und da geht auch der Weg, auch noch ein Weg entlang. Nee, gar nicht der einzige. Hier gehen zwei Wege. War da hinten noch was? Ja, eine Truhe. Ah, nee, Moment, hier war ich auch drin. Da war nichts drin. So, hopsen wir hier runter. Ah, jetzt, wo ich gerade die Apfelgummis sehe. Stimmt ja, ich muss ja noch Apfel- und Orangengummis einkaufen. Als ich jetzt ein bisschen durchs Menü geguckt habe, habe ich gesehen, dass ich keine Apfel- und Orangengummis mehr habe. Oder zumindest fast gar keine mehr. Jedenfalls nicht mehr genug, um sie einzusetzen. Da war was. Ja. Ups. Gehen wir jetzt den unteren Weg einfach mal, da ich jetzt gerade hier bin. Ich werde dann einfach mal im Kreis einmal kurz hoch zum anderen laufen. Der ist nämlich doch ein bisschen weiter weg, als ich dachte, aber gut. Wir haben eh noch einen langen Weg bis Fenmont vor uns. Ein Wiesenkristall, ja. Rowans Sorgen. Ah, what a relief. I should have known things would be fine at the manor. Yeah, Drissel really kept things together. Oh, I knew Lady Drissel would do fine. I have great faith in her strength of spirit. Then what were you so concerned about? I couldn't stop worrying that I had forgotten to shut off my bedroom lamp. You were that worried about a lamp? What if I had caused a fire? I couldn't get the thought out of my mind. I can relate to that. Once the worry sets in, it never leaves. Ever since I left home, I've been wondering if I remembered to close the lid on my bottle of dried gels. I certainly hope you did. Dried gels swell up and burst if they absorb too much moisture. Maybe I should send a letter home and ask Dad to check. We're on our way to pick a fight with a king, and this is what keeps you up at night? Macht ihr euch auch manchmal solche Sorgen? Also nach dem Motto, habe ich das und das jetzt gemacht oder habe ich es vergessen? Man kann sich auch mal darum kümmern, ob man seine Nachttischlampe ausgemacht hat oder nicht. Haben wir schon gegen die Skorpione gekämpft? Ich weiß es nicht. Ich laufe mal an denen vorbei. Ich wollte gerade schon sagen, will er mir mitten in den Lauf rennen? Also theoretisch kann er mich gerade gut aufspießen mit seinem Stachel, aber haben wir ein Glück, dass er es nicht gemacht hat und ich sehe da vorne den Eifelschatz und wieder runter. Ah, hier waren die Teufelsflügel. Okay. What? Okay, da konnte ich nicht durch. Ah, und gut, dass ich nochmal runtergekommen bin. Direkt nochmal zwei Sachen hier gefunden. An dem man einfach gerne mal vorbeiläuft. Ein Bienenstock. Ja, einen Bienenstock so einfach mal hier zu finden.
Nee, 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 nee. Ist auch logisch, ja. Die meisten Sachen machen ja eigentlich Sinn. Die man hier so findet. Die meisten, nicht alle. Da gab es ja schon das eine oder andere, was doch ein kleines bisschen... Boah. Abenteuerlich klingt. Ich weiß zwar jetzt gerade kein genaues Beispiel, aber... Da war mit Sicherheit irgendetwas dieser Art da. So, müssen wir mal schauen. Da kommen wir wieder da hinten hin. Hin. Und ein bisschen Schwarzbild für mich. Perfekt. Wieder 8 Pilzpulver. Da bekommen wir echt einiges. Und runter. So, irgendwo hier eine Höhle. Nö. Doch. Es gibt hier echt viele Verstecke. Wobei ich immer noch sagen muss, ich würde eine klassische Overworld viel eher vorziehen. So wie es in Symphonia, Abyss und Vesperia der Fall ist. Einfach ganz normal, du läufst von einfach über die Overworld von einem Punkt zum nächsten und so. Wiederum anders hat das eigentlich auch so einen schönen Reiz. Wirklich richtig von einem Punkt zum nächsten zu laufen. Ganz normal, sage ich jetzt mal. Ist auch cool. Hm. Beides ist schön. Aber die Overworld wäre echt viel schöner. Auf der Overworld kann man viel mehr Sachen verstecken. Man kann einfach über die Overworld laufen, fahren, fliegen. Alles so schön. Das kann man hier leider nicht machen. Allgemein so, dass... Ja... So über die Welt fliegen. Das finde ich auch immer sehr schön in Tales-Spielen. Das konnte man ja leider in Graces schon nicht mehr. Das konnte man ja hier jetzt auch nicht mehr. Fand ich doch ein bisschen schade. Das ist schön, so sich die ganze Welt nochmal ja, von oben anzusehen, sag ich mal. Anstatt unten herzulaufen. Ich glaube, Xillia 2 wird... Ich weiß gar nicht, wie Xillia 2 sein wird. Ich habe mir ehrlich gesagt fast nichts zu Xillia 2 angeschaut. Ich warte damit einfach, bis das Spiel da bei uns rauskommt und ja, ich dann quasi nichts wissend in dieses Spiel reingehen kann. Sonst haben wir hier oben auch noch die letzten paar Sachen geholt und man sieht schon, es wird schon ein bisschen dunkler. Finde ich zumindest. So, dann hätten wir dort schon alles, dort alles, dann können wir da oben rechts hin. Oben links. Nordwest. Habe ich in der Höhle... Schauen wir doch mal. Also ich war auf jeden Fall an dem Punkt direkt hier nebenan. Wahrscheinlich ist in der Höhle gar nichts drin. Nee, doch. Blauer Lavendel. Kann ich auch noch irgendwann benutzen. Erhöht unsere Werte. Die Straße ist echt lang hier. Die Barnauer Straße. Barnauer Höhenstraße. Ah, da geht's schon nach Fenmont. Man sieht schon Fenmont im Hintergrund. Und man sieht auch schon, es wird doch ein kleines bisschen dunkler. Did it suddenly get all dark? That's the night climb. You must be close to Fenmont. Ja. Leia und Jude haben es auch nochmal erwähnt. Es wird dunkler. Weil wir dem Nachtklima von Fenmont immer näher kommen. Und einfach nur durch rumlaufen haben wir gerade echt verdammt viele Materialien wieder gefunden, womit wir die Läden wieder erweitern können. Vielleicht statte ich mal den Shops hier auch mal einen Besuch ab. Moment, noch nicht da lang. Da vorne können wir noch einen Gang untersuchen und da vorne vor allem dieses Loch da noch. Und in diesen Kampf können wir auch noch reinlaufen. So, schauen wir mal schnell. Den Cerberus Strike haben wir. Steel haben wir. Die aufsteigende Sphäre. Sonnenausbruch. Ich darf vielleicht noch einen Heiler hinpacken. Na dann, let's go. Wieder. Also das... Warum bin ich plötzlich gerade nach hinten gesprungen? Wir werden es nie erfahren. So, wir müssen heilen. Na, schade, hätte nicht mehr gereicht.
Ah, jetzt hat Jude auch sein Level up. Stimmt, er hat ja noch einen Erfahrungspunkt, ne? Also hab ich ehrlich gesagt auch noch nie gehabt, dass mir ein Erfahrungspunkt zum Level up fehlt. Ich muss ja Taktik kurz mal ein bisschen ändern, fällt mir gerade auf. Ich hätte gern nach unten hin den Wasserschwung. Und nach oben packen wir den Cerberus Strike. Denn mit dem Wasserschwung kann ich die Gegner, ja, mehr oder weniger von den Beinen hauen. So dass Leia sie besser beklauen kann. So, werden eben noch schnell hier zu Ende erkunden, das letzte Gebiet hier vorne noch. Und dann wird es im nächsten Part endlich wieder zurück nach Fenmont gehen. Nach... Oh, wie viel der Part ist das gerade hier? Nach ungefähr 60 Parts, sagen wir mal. Sind wir rein in den ersten paar Parts ja noch in Fenmont drin noch. Nach ungefähr 60 Parts endlich wieder zurück in Fenmont. Und ich glaube, noch eine Sidequest können wir dort machen. Die hätten wir theoretisch auch von Anfang an machen können. Die Sache ist nur, die hätten wir nur von Judes Seite aus von Anfang an machen können. Bei Mila müssen wir da warten, bis wir wieder zurück nach Fenmont kommen. Und wir haben noch eine andere Quest. Aber wir haben doch vielleicht ein bisschen was in Fenmont zu tun, bevor wir es wirklich an den König richten können. So. Schnell weg hier, bevor mich hier alle noch anspringen wollen. Ist der Gegner weg? Ja, okay. Dann war es erstmal wieder von Tales Auxiliar. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!